Und herzlich willkommen zurück, euer GB Crazy Swimstar, ihr verrückten Vögel. Wir sind wieder ein Touchboss. Du wolltest ihm den Arm abbeißen. Es schmeckt nach Blümchen. Okay, weg da jetzt. Ach, sieh an, was machst du da? Ich mach das gleiche wie du. Ja, und diese Woche ist eine Glückswoche in Dungeon Boss. Quasi, wir haben Lucky Lebrechtzaun oder Lebrechhauen. Und zwar, wir haben alle Dungeon Boss Spieler haben 2000 Energy bekommen. Und wir können damit in der Mission des Kleeblattes leichte Beute machen für knapp, ich glaube, haben 100 mal leichte Beute und dafür bekommt man so knapp, was bekommt man denn dafür? 15.000 Kleeblätter. Und zwar, man kann hier natürlich Top-Missionen angucken und die Top-Spieler. Allerdings, der Shop ist viel interessanter. Aber wir gucken mal ins Ranking rein. Schwarz-Rot-Gold. Alles klar. Läuft bei denen. Ja, Wonny 30, du bist ein richtiger Suchti. Ich sag's wie es ist. Wonny 30, du bist ein richtiger Suchti. Aber okay. Es geht ja gar nicht darum, wer jetzt der Beste ist, sondern wenn ihr müsst unbedingt euch täglich dreimal oder täglich einmal die drei heroischen Portale gönnen. Und das für nur 2500 Kleeblätter. Und den Rest könnt ihr halt in Zunes Glücksklee-Skin reinsetzen oder so. Der Rest ist eigentlich nicht so interessant. Das ist einfach nur ein Boost fürs Portal, damit ihr den Helm bekommt. Allerdings, wie gesagt, das juckt ja kein Watt. Diamanten sind überteuert. Da braucht man gar nichts darüber reden. Nee. Für 250 Gems 40.000 Kleeblätter herzugeben, ist absolut nicht irgendwie logisch, wenn man daneben für 2500 Kleeblätter drei heroische Portale bekommt, die eigentlich 900 Diamanten kosten. Don't know. Über das Gold kann man sich streiten. Ist ein bisschen teuer für... Man hätte da vielleicht schon 25 Millionen Gold machen können, aber okay. Kann man leben. Und ja, Schlüssel ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ansonsten, was haben wir denn sonst noch? Oh. Ja, für Diamanten kann man sich Literrunen kaufen. Ansonsten, ja, den epischen Skin. Ich meine, die epische Waffe. Ja, ist doch schön. Da gibt es auch wieder ein paar Skins zu verkaufen. Ah, ein Krampus-Skin für Skullcord. Wieso kommt der jetzt raus und nicht erst Weihnachten? I don't know. Ist irgendwo jetzt Halloween oder so? Habe ich irgendwas verpasst? Oder ist jetzt Horror Week? I don't know. Aber egal. Ein bisschen fraglich, der Glücksklee. Aber das war ja nicht alles. Nein, das war doch nicht alles. Ihr verrückten Vögel. Ihr könnt natürlich der Gilde beitreten. Verrückte Vögel heißt sie natürlich. Und eure GP dabei helfen, viele Gildenkronen zu sammeln. Ja? Wir haben zurzeit noch Plätze frei. 6 Stück. Wahrscheinlich sogar 8. Ich kenne ja meine verrückten Vögel. Die sind ja immer ein bisschen faul. Aber. Was ist denn das denn? VIP 10, 10, 10. Naja. Schnäppchen würde ich es jetzt nicht nennen, aber. Kann man machen. Kann man machen. Aber nicht mit mir. Nö, nö. Wir spielen ein bisschen Boss-Mode. Weil Dungeon gibt es bei diesem Event nicht. Ist jetzt nicht so schlimm. Dafür gehört man ja täglich dreimal heroische Portale, wenn man halt die Gilden, die Eventaufgaben macht. Wir können es ja kurz mal angucken. Wir müssen einen Boss töten. Dann müssen wir irgendwas crushen. I don't know. Don't know. Da.
Aha, okay, okay, okay. Aha, aha. Und wir müssen natürlich Shining-Objekte, also glitzernde Objekte finden. Ach, ich liebe diese Rätsel. Ist immer so schön. Ist immer so schön. Habe ich schon früher immer gemacht. Absolut gar nicht. Vergiss das, ich habe die nie gemacht. Und wir müssen natürlich viermal BVB gewinnen und das zehnmal wiederholt, also müssen wir dort 40 Mal gewinnen? 40 BVB mit einem Helden, der in Kostüm ist. Sollte jetzt kein Problem sein. Und verwende porösche Portale. Das schafft ihr natürlich, indem ihr das unten verwendet. Wie gesagt, im Sub täglich die Dinger kauft. Und zwar, das wird einmal täglich erneuert, diese heroischen Portale für 2500 Kleeblätter. Ist ja fast ein Schnäppchen. Und das Event läuft noch 2 Tage. Ja, sind noch immer 2 Tage. Also bis Montag läuft's. Bis Montagabend läuft's, würde ich mal sagen. Und vielleicht auch Montag, Dienstag in der Früh. Allerdings, dann ist auch das Event leider schon wieder vorbei. Also strengt euch an und holt euch die heroischen Portale, ja. Und mir wird langsam heiß. Ach ja, stimmt, der Winter ist vorbei. Jetzt fängt die Schwitzerei wieder an. Und, boah, was brauchen wir denn? Friedliche Brank? Nein, friedlichen Bark brauchen wir nicht. Wir brauchen den Vergessenen. Ja, vergessenen Schwein. Wie, jetzt Schweine? Ach, crazy. Diese Hitze tut dir nicht gut. Nein, nein, sie tut dir nicht gut. Nein. So, nun denn. Wir gucken uns mal. Wow. Was ist denn das für ein Fisch? Fisches Madel, würde ich sagen. Ja. Aber das ist einfach nur ein schicker Skin, muss ich sagen. Gab es den schon mal zu kaufen? Schreib es in meinen Kommentar. Habe ich den verpasst? Verpasst? Ach ja. Heute ist nicht der mit mir. Nein. Schade. Aber echt ein cooler Skin, muss ich sagen. Wen setzt man denn ein? Wir brauchen was Starkes. Was Starkes. Wen haben wir denn hier? Der Alte. Ach, nehmen wir mal Maxey. Wir haben hier ein bisschen Rot, also. Baller mal drauf. Das Werk ist außerdem gut. Weil der trifft nie daneben. Deswegen sind Zwerge gut. Also einfach alles treffen. Im Normalfall. Ach ja. Aber bis jetzt läuft die Dungeon eigentlich noch ziemlich gut. Ich meine, die können ja gerne auf Untote kloppen, aber die machen sie alle kaputt. Es ist nicht Rotfüchschen. Wie hieß der denn nochmal? Oder doch Rotfuchs? Nein, es kann nicht Rotfuchs gewesen sein. Oder doch? I don't know. Schreibt es in die Kommentare. Mir ist gerade der Name entfallen. Es war halt zumindest einer der Special-Helden im Aether-Shop. Aber nicht der, der noch ist. Ah. War es Rotwuchs? War es nicht Rotwuchs? Frage. So, meine Untoten regeln das natürlich. Das ist ja kein Problem. Ja, kein Problem. Das war schon immer so einfach, ja? Habe ich ein paar glitzernde Objekte übersehen? Haje. Es ist ja. Habe ich schon gesagt, dass es wunderschön ist. Mein neues Banner? Mein Profilbild? Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Alter, was will ich eigentlich, dass ihr alles in die Kommentare schreibt? Schreibt einfach irgendwas rein. So. Sie ist stark. Sie ist auf jeden Fall mal stark. Ich hätte vielleicht heilen sollen. Naja, ich habe noch eine Runde. Ja. Ich hätte heilen sollen.
Mein Lord Zoom hat ein bisschen zu kämpfen. Ein bisschen aber nur. Okay, er hat viel zu kämpfen. Was habe ich denn da drin alles? Auf jeden Fall brauche ich mal Energie. Mampf, Mampf, gib her. Mein armer Lord Zoom. Ich hätte vielleicht auch einen Heil... Habe ich doch einen Heilander FA? Schaut nicht so gut aus. No. Ich habe maximal eine Abigail. Ja, immerhin. Besser als gar nichts. Eieieiei. Oh, da kann aber ein bisschen heilen. Schön. Hauptsache, man hat einen Untoten, der heilen kann. So, Lord Zoom, der ist Amtes. Du brauchst ein bisschen Heilung. Ja, ein bisschen Heilung brauchst du. Bin mal gespannt, wer der Boss ist. Aha. Ich habe ja nichts gegen schnelle Helden, aber so viele Ausführungen, das ist schon hart. Bitte lass meinen Lord Zoom am Leben. Bitte lass meinen Lord Zoom am Leben. Fange ich so zu betteln an? Nein, komm schon, Lord Zoom. Du machst das. Mach alle kaputt. Vielleicht nicht immer gegen Samurai Takumi, der kann auch als letzter fallen. Schönes Ding. Ja. Läuft doch, würde ich sagen. Läuft! Besser, als ich gedacht habe. Lord Zoom, ja. Mein Lord Zoom. Der kann's. Der kann's. Der ist der beste Untote aller Zeiten. Lord Zoom, du bist gut. Und die Dungeon wiederholt sich dreimal. Mit einer anderen Herausforderung natürlich. Habe ich gerade irgendwas abgeschlossen? Ja, die Glitzerdinger. Und wir gucken nur kurz rein. Weil spielen kann ich das auch alleine. Habe ich mir echt überlegt. Ich spiele nur eine davon. Die anderen zwei mache ich dann privat selber. Ihr könnt natürlich schreiben, welche ich spielen soll. Die letzte, also die schwerste oder die erste? Obwohl bei der ersten tue ich mir am leichtesten. Die schaffe ich ja immer. Und was ist jetzt danach da? Ich habe sicher irgendwelche Helden nicht mitnehmen dürfen. Allerdings ist das jetzt mal egal. Euer GP Crazy ist raus und sagt bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. Tü-tü-tü. Au.